Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich glaub, jetzt hat sie's. Ich glaub, jetzt hat sie's. Ja, so klingt es in der deutschen Fassung des Musicals My Fair Lady. Mit der These, mit der richtigen Sprachbildung kann aus jedem alles werden. Kann denn die Kinder keiner lehren, wie man spricht? So lamentiert Professor Higgins und bringt dem Blumenmädchen Eliza Doolittle Hochdeutsch, also sowas für Hochdeutsch, bei und führt sie dann bei den oberen 10.000 ein. Der Rest der Geschichte ist Geschichte, denn Eliza findet das gar nicht toll. Sie fühlt sich dressiert, rebelliert, dagegen mit Recht. Übrigens unbedingt sehenswert in der wundervollen Verfilmung aus den 60ern mit Rex Harrison und Audrey Hepburn. Ist das denn bei Gott auch so? Nur wenn man die richtigen Worte in der richtigen Tonlage und der richtigen Reihenfolge spricht, dann ist einem ein Platz bei den himmlischen Heerscharen sicher? Naja, ich weiß nicht. Bis dahin. Schön, dass ihr da seid. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich glaub, jetzt hat er's. Ich glaub, jetzt hat er's. Herzlich willkommen nach unserer kleinen Pause jetzt wieder hier in unserem himmlischen DIY-Studio aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schuklert, ich bin Pastor hier in unserer Gemeinde. Dies ist Lebenszeichen DIY, believe it yourself, klug ist, wer selber glaubt. Uns begleitet heute der Nils, das ist der Groot unter den Technikern. Niemand bringt mit einem Wort so viel zum Ausdruck wie er. Also, wie geht's dir, Nils? Moin. So, und was das bedeutet, findet ihr jetzt unten eingeblendet. Ich hoffe, ihr habt Himmelfahrt und Pfingsten gut überstanden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Pfingsten richtig gefeiert habt, dann hatte das was von Außengastronomie und Lockerungsübungen. Also auch über alle Sprach- und Berührungsgrenzen hinweg habt ihr euch blendend verstanden und alle anderen dachten, ihr hättet einen im Kahn. Das ist zum Beispiel eine Wirkung des Heiligen Geistes, wie es in der Bibel zumindest zu lesen ist. Denn da heißt es, O-Ton, wir hörten sie alle in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und dann entsetzten sich alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Und andere hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Naja, ich sag's ja, Lockerungsübungen und Außengastronomie. Und das wäre doch ein Bild von Kirche, auf das ich stolz wäre. Mehr oder weniger beschwipst, aber völkerverständigend eine beeindruckende Laudatio auf die großen Taten Gottes halten. Und dann gründen wir einen eigenen Orden, wieder den irdischen Ernst. So eine Portion Himmelgeist täte doch bitteschön in Honoration und Würdenträgern Land auf, Land ab auf den Bühnen und Podiumsen, wie man so sagt, unseres Landes mal ganz gut. Und dass es nicht zum lallenden Sprachverlust kommt, dafür sorge der Geist Gottes schon selbst, der ja ein Interesse am Verstehen und an der Verständigung hat. Apropos. Wenn Gott also ein Interesse an der Völkerverständigung hat, also daran, dass die Völker ihn verstehen, sollten wir dann nicht auch ein Interesse daran haben, dass er uns versteht? Also, dass wir uns Gott verständlich machen können, dass es so zu einer Gottesverständigung käme? Deshalb das biblische Wort für den Tag. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Aus Lukas 11, Vers 1, das ist die Feldpredigt, die kleine Schwester der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium, wie ich immer sage. Ja, beten lernen. Bei mir begann das so, dass meine Mutter mir beibrachte, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ich bin klein, mein Herzchen ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und ich sage das nicht despektierlich, mag dieses Gebet dazu geführt haben und mit dafür gesorgt haben, dass ich Pastor geworden bin. Heute geht das mit dem Beten lernen übrigens anders. Dafür gibt es den sogenannten Gebetomaten. Ja, den gibt's wirklich. Und wie der funktioniert, das seht ihr jetzt. Subhanakallahumma wa bihamdik. Michael aus Moabit befindet sich auf religiöser Bildungsreise. Im Islam war ich und im Judentum. Genau, und dann habe ich gesehen, gibt es noch weitere. Was aussieht wie eine der zig Passbildkabinen an öffentlichen Plätzen, ist in Wahrheit ein Mini-Gotteshaus auf weniger als einem Quadratmeter. Der Gebetomat.
sowohl Moslems als auch Hindus, als auch Buddhisten, als auch Juden finden die Gebete ihrer Heimat dort. Die finden ihre Religion im Automaten. Einfach am Touchscreen die passende Religion auswählen und los geht's mit einem von 300 Gebeten aus 5 Weltreligionen, aber auch kleineren Glaubensrichtungen. Was haben Sie hier ausprobiert? Das Vaterunser auf Plattdeutsch. Weil einfach die Sprache, das Plattdeutsche, finde ich sehr attraktiv. Das ist einfach schön. 65 Sprachen sind im Archiv, das noch erweitert werden soll. Der Gebetomat von Moabit, eine religiöse Weltreise in Sekundenschnelle. Touch the screen to choose a religion. Es ist ein Kunstprojekt, ja, ein Kunstprojekt, in dem sich die religiöse und multikulturelle Vielfalt unseres globalen Dorfes widerspiegelt. Und es mag diskussionswürdig sein, aber mal ernsthaft. Welche Sprache spricht Gott denn eigentlich? Welches sind die richtigen Worte und was überhört er mal so nonchalant? Überhört er überhaupt irgendwas? Hört er mein Gebet erst, wenn es in Hochdeutsch und Hochliturgie daherkommt? Also wenn ich darum bitte in klarer Aussprache, es möge doch in Spanien grünen und blühen und die Blüten mögen grünen und so. Also, Jesu Freunde kommen also mit der Bitte jetzt zu Jesus, die ihn gerade beim Beten erlebt haben, das möchten wir auch lernen. Sie möchten das auch können. Und sie möchten es richtig machen. Sie möchten keine Fehler begehen. Das war eines der wichtigsten Voraussetzungen der damaligen Zeit, im Glauben keine Fehler machen zu können und in der religiösen Praxis nichts falsch zu machen. Das hatten sie von den Synagogen und von den Schriftgelehrten gelernt. Nichts falsch machen und deshalb alles richtig können, und das gilt auch fürs Beten. So, und jetzt gibt Jesus ihnen das Vaterunser mit auf den Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus jetzt in seiner Kutte so eine Papyrusrolle hatte, die er ausrollte und ihnen gab mit den Worten, in dieser Fassung bitte unverändert in den nächsten 2000 Jahren, jeweils in der gültigen Luther-Übersetzung oder Einheitsübersetzung, auf alle Fälle immer in der gleichen Fassung, im gleichen Singsang, im gleichen Tonfall, beten, sonst wirkt's nicht. Ich stelle mir eher so vor, dass er da sitzt, den Kopf schräg legt, nach oben blickt und denkt, was müsste denn in so ein Gebet rein? Was gehört denn dazu? Und dann überlegt er, als erstes muss man dem Vater im Himmel die Ehre geben, muss ihn als das wertschätzen, was er ist. Dann gehört natürlich der Alltag da rein mit seinem täglichen Brot, mit seinen Anfechtungen, mit seinem Übel, mit seinem Bösen, aber auch dann wieder alles zurückbinden an den Gott, der in Ewigkeit wirkt und regiert. Ja, so könne es gehen. Und dann sagt er ihnen das. Und wir? Wir nehmen jetzt wieder dieses Vaterunser, liturgisch korrekt in Form gegossen, und noch ein paar Rosenkränze dazu und machen daraus eine Währung im Reich Gottes, mit der wir unsere Schulden bezahlen können oder uns Schutz erkaufen können. Ernsthaft. Beten ist Reden mit Gott und Hören, ist ein lebendiges Beziehungsgeschehen. Frage nicht, ob du beim Beten rauchen darfst, sondern frage, ob du beim Rauchen beten darfst. Dann bist du auf der richtigen Spur. So, das war's auch schon wieder für heute. Jetzt gibt es noch die Aufgabe für den Tag. Überlege dir, was Jesus dir wohl antworten würde, wenn du ihn bittest, Herr, lehre mich beten. Was würdest du dann wohl hören? Und das schreibst du auf in dein DIY-Journal, das du natürlich hoffentlich immer dabei hast und das noch viele, viele, viele leere Seiten hat für deine Gedanken. Für weitere Impulse zum Thema Gebet darf ich endlich mal auf mich selbst verweisen, nämlich die DIYs vom 4. und vom 7. Mai, die helfen euch an der Stelle weiter. Ansonsten tauscht euch auf den sozialen Kanälen aus, so wie ihr es gewohnt seid, oder schreibt mir eine Mail. Ihr findet sie hier unter mlkg.de. Schuklat ist mein Name, Martin-Luther-Kirchengemeinde, unser Ort, von dem aus wir euch das DIY nach Hause schicken. Das war's dann auch schon. Macht's gut, ich freue mich auf morgen. Bis denn. Tschüss. And I said, oh my God.